Der junge Peter Rühmkopf. Er arbeitet in Studentenzeitschriften, interessiert sich für Jazz und Kabarett, wird in den späten 50ern Lektor beim Rowohlt Verlag. Er heiratet Eva Maria Tietze und wird freier Schriftsteller. 1964 bekommt er ein Stipendiat in der Villa Massimo in Rom, trifft dort Ingeborg Bachmann. 1966, Rühmkopf tritt mit Michael Naurer bei Jazz und Lyrik in Hamburg auf. Ein Dichter auf dem Marktplatz. Schluss der Audienz bzw. Aufforderung zum Gespräch. Mensch, gehen Sie mir ab mit sich. Ich komme Ihnen ja auch nicht mit meinen selbstgemachten Patentpfeilchen. Und lassen Sie den Hut bitte gleich oben, so ein Schweißband hält nämlich die Gedanken viel besser zusammen. Dieser uns höchst behördlich eingeräumte Adolfsplatz, diese durch ein Dutzend und mehr kostenpflichtige Einzelgenehmigungen abgesicherte Kulturschutzzone, diese... Man schreibt nicht unabhängig in einem gesellschaftsfreien Raum, sondern die Gesellschaft dringt durch zahllose feine Kapillaren in den Kopf und in die Brust des Schriftstellers ein. Und dann gibt es unterschiedliche Einstellungsweisen. Entweder man schwingt zeitsynchron oder etwas Inneres schwingt und pocht dagegen. Und dieses antizyklische Verhalten, was gar nicht ein Verhalten ist, sondern das ist irgendwie eine Grundeinstellung, habe ich öfter bei mir festgestellt, dass irgendetwas in mir nicht die gleiche Schwingungszahl hat, die übrige Zeit und die Gesellschaft haben. Und dann gibt es irgendwie Brüche und Knäckse. Rühmkopf gehörte zu den Gründern des linken gesellschaftskritischen Magazins Konkret und schrieb scharfsinnige Lyrikkritiken. Konkret war die Stimme der Studentenbewegung. Und hier lernte Rühmkopf auch die Redakteurin Ulrike Meinhoff kennen, bevor sie in den terroristischen Untergrund ging. Ich muss sagen, dass Ulrike Meinhoff mal eine sehr enge Kampfgefährtin von mir gewesen ist und über sehr lange Zeit hin. Das lässt sich heute ja alles noch nachlesen, dass ich immer versuchte, die radikalen Truppen, ja, ich kann fast sagen, zur Ordnung zu rufen, sie an die Gesellschaft zu erinnern, ihnen das Gemeinwohl wieder vor Augen zu rücken. Aber es hatte keinen Zweck mehr, auf diese radikalisierten Truppen noch einzureden. Es war nicht nur Ulrike Meinhoff allein, sondern es war eine breite Sympathisantengalerie, die dann bis zu Wagenbach und Enzensberg erreichte. Es war ein heimliches Sympathisantenspiel mit dem terroristischen Angriff auf die Gesellschaft, den ich nie gut geheißen habe, vielleicht 5 Tage während der ganzen Revolution. Rühmkopf hält sich lieber an Klopstock und Walter von der Vogelweide. Von ihnen lässt er sich inspirieren und schafft seine einzigartige Lyrik, stets geprägt von Präzision, Selbstironie und lustvoller Nachdenklichkeit. Sommer und die Schwalbe piepste, Monde zwischen Dach und Tür. Ich butter meinen Toast von beiden Seiten. Teddy wollte Auto fahren, hatte kein Benzin. Nur der Gaukler muss unfehlbar sein. Freiheit und Brüderlichkeit, alles Scheißhausparolen. Wer Lyrik schreibt, ist verrückt. Wer sie für wahrnimmt, wird es. Als ich 18 war, habe ich geschrieben, ein Gedicht, das heißt irgendwie Rondo. Ne? Fressen, trinken, schlafen, scheißen, vögeln. Und insofern denke ich, dass ich mich zyklisch bewegt habe in meinem Leben und immer irgendwo auf dem gleichen Punkt wieder anlange. Peter Rühmkopf, der große Dichter. Immer war er dem Leben zugewandt. Immer ließ er die Welt auf sich wirken. Ein Querdenker, der stets widerstand. Und doch erschütterbar blieb. Doch mein Stundenglas, meine Einweguhr,
meines Missentwessen entsichere ich selbst. Oder was? Oder wann? Oder wie? Nein, lieber jetzt mitten im Klaren. Und ihr spielt mir noch mal diese alte da Mistmelodie von den Leuten, die strudelwärts fahren.